So Leute, wir sind mitten im letzten Kampf gegen Fatih. Ich muss nur noch eine Form besiegen. Und das tun wir ja mal sofort, ne? Wir teilen uns in vier. Scheiße. Hätten diesen Strahl irgendwie zurücksenden sollen. Allerdings alle auf einmal und auch wirklich alle auf einmal auch treffen. Aber naja. Okay, das war jetzt auch irgendwie total verkorkst. Und auch diese Plattform mit Augen und wir sind in einer totalen epischen Parallelwelt. Keine Ahnung. Einfach nur geil. Ich liebe diesen Boss. Okay, das hat jetzt irgendwie gar keinen getroffen. Naja. Wir haben ja genug Zeit. Ist ja nicht so, als dass die Welt untergeht. So, wir justieren uns diesmal direkt. Und hauen drauf. Oh, okay. Er hat sich diesmal aber ziemlich häufig hauen lassen, aber naja. Na, hast du nicht noch mehr drauf? Bäm. Okay, diesmal haben wir nicht alle getroffen. Schade. Eigentlich schade. Aber egal. Jetzt ist es Zeit. No! Hör auf mit deinem scheiß Elektro, bevor du deine komischen Laser geschossen hast. Los. Wir halten das heilige Schwert in unseren Händen. Bam. Und ein weiteres Mal. Einfach draufhauen. Einfach ganz schnell alles weghauen. Na? Wir haben noch keine neuen Tricks. Na? Na? No, no, no. Ah. Wie fies. Aber egal. Wir fighten dich bis zum bitteren Ende. Und das ist voll gemein. Wenn einer von den Doppelgängern getroffen wird, wäre ich auch direkt gebritzelt. So. Nochmal. Okay, dann halt. Anders. Folgendes. Ich warte jetzt einfach, bis du da deine Rotze... Nein! ...gemacht hast, wollte ich sagen. So. Jetzt aber. Los, hau raus. Nein! Ah! Okay. Irgendwie sind meine Schläge nicht so gut getimed. Okay, das war überhaupt kein Schlag. Ach komm, Link. Lass dich von diesem scheiß Dämon-Typi nicht runtermachen. Okay, das war jetzt auch wieder ein Fehler. Der timet das aber auch ein bisschen doof, ne? Egal, wir werden ihn jetzt fertig machen. Ende aus, Nikolaus. Bam. Ey, warum blocken die denn ab? Ich habe alle getroffen. Boah, ich hasse dich, Fatih. Das ist aber so eigentlich die einfachste Form. Auch wenn ich mich gerade nicht so anstelle. Ach Mann. Auch wenn ich mich gerade nicht so anstelle, als wäre sie einfach. Weil, naja, ich bin auf drei Herzen. Und das ist natürlich nicht so toll. Und irgendwie bin ich im Moment auch zu blöd, den Elektroattacken auszuweichen. Bam, das war's. Und bam, bam, bam. Fatih ist down. So etwas Dummes. Was ist mit der Kraft des Force, der dämonischen Kraft? Bam, bam, bam. Wir haben es geschafft. Und damit ist auch wieder die Mütze der Wünsche auf unserer Seite. Oh, Link, schön, dass hier nichts passiert ist.
Du hast Fatih besiegt, das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Ah, wer hätte das gedacht? Nun, da Fatih besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Etzelo. Ich bin der Weise von Tyloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Schwupp. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch. Und Link kann gar nichts machen. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze erzittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Fatih so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Force könnten ein Wunder bewirken. Ja. Oh. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tyloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tyloria. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Aber, Link, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. Aber wir haben eine Mütze? Zack. Naja, ein bisschen komisch. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute. Tschüss, Etzelo. Wir hatten viel Spaß mit dir. Du bist cool. Lebe wohl. Ja, das war's mit The Legend of Zelda: The Minish Cap. Ein wunderbares Spiel für den Game Boy Advance. Ja, je nachdem werde ich jetzt entweder noch gleich ein extra Part dranhängen, um nochmal das Spiegelschild zu holen. Aber ansonsten, ja, mein Feedback zum Spiel. Es kam 2004 raus, ich hab's mir auch sofort geholt. Ich hab's jetzt sogar lustigerweise in meiner Nähe liegen. Es ist ein kurzes Spiel. Eigentlich mit 4 Dungeons, beziehungsweise 5. Plus halt noch diesen Mini-Dungeons, wie der Vitruine. Ja, ich finde super, ist auf jeden Fall in der Top 10 meiner Lieblings-Zelda-Spiele. Und auf jeden Fall ein Muss.
Oh, Entschuldigung, ich habe gerade was mit Kohlensäure getrunken. Auf jeden Fall ein Muss für jeden Game Boy Advance Besitzer. Ich weiß gar nicht, ob es das in irgendeiner Weise im eShop vom 3DS oder irgendwie sowas gibt. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht geguckt, aber wenn es da ist, holt es euch. Ein super grandioses Spiel. Hätte man jetzt noch ein kleines wenig, wäre man jetzt noch ein kleines bisschen mehr auf die Fragmente eingegangen, hat es noch ein bisschen mehr Umfang. Ja, 16 Herzen habe ich, 20 Herzteile fehlen mir noch. Naja, wer weiß, vielleicht mache ich ja irgendwann nochmal ein Replay davon. Okay, was heißt vielleicht? Ich werde auf jeden Fall irgendwann dieses Spiel nochmal spielen. Es ist einfach ein super geiles Spiel. Ja, was gibt's noch zu sagen? Als nächstes Projekt werden natürlich erstmal die laufenden Projekte fertig gemacht und dann gucken wir mal. Aber Zelda wird auf jeden Fall ein neues Spiel kommen. Weil Zelda ist einfach das Beste. Und ansonsten, ja. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu blöd für den Final Boss angestellt, aber egal. Jedenfalls danke ich fürs Zuschauen. Das war mein erstes Projekt ever, das ich gestartet habe. Hiermit endet das erste Abenteuer von Link. Doch was wird die Zukunft Link, Zelda und den Hylianer noch bringen? So geht die Geschichte weiter. Ja, solange die Kraft des Force es will. Ja, hast du's jetzt? Ja, das erste angefangene Projekt auf meinem Kanal. Und ja, es hat zwar jetzt lange gedauert, aber es ist zu Ende. Nicht, weil es ein blödes Spiel ist, habe ich ja schon gesagt, aber Zeit eher. Aber egal, wir speichern einmal das Spiel. Wir speichern ab, dass wir Fatih besiegt haben. Gucken uns noch einmal unseren Spielstand an. Zack. Und da haben wir jetzt das Triforce-Symbol. Wir haben das Spiel einmal abgeschlossen. Wunderbar. Ja. Ansonsten, das war's mit The Legend of Zelda The Minish Cap. Wahrscheinlich folgt noch ein extra Part, wo ich mir das Spiegelschild hole. Und da kann ich ja auch noch mal ein bisschen Feedback zum Spiel geben. Aber ansonsten, und falls euch das nicht so interessiert, sehen wir uns in meinen nächsten Projekten und auch schon vergangene Projekte, die ihr euch natürlich nochmal angucken könnt und überhaupt in meinen Videos. Ich bin der Momo. Das war The Legend of Zelda The Minish Cap. Danke fürs Zuschauen, bis dann und see ya.